Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind hier heute gerade unterwegs in der Wildschönau. Wir sind hier in Niederau gerade gestartet mit den Tourenski und Schneeschuhen. Zipfelbob ist auch wieder dabei. Ja, und jetzt steigen wir erstmal bergauf Richtung Lanaköpfel. Ja, und danach geht es dann über die Rodelbahn wieder bergab. Also dann los geht's und viel Spaß mit dem Video. Vom Parkplatz an der Talstation der Lanaköpfelbahn in Niederau starten wir unsere Tour auch hinauf aufs Lanaköpfel. Hinter dem Parkplatz queren wir zunächst rüber zur roten Märchenwiesenabfahrt. Angekommen an der Piste, folgen wir dem Pistenrand zunächst noch recht flach. Schon bald aber geht es über die Piste nun ziemlich steil bergauf, sodass auch unsere Steighilfen zum Einsatz kommen. Hinter dem ersten steileren Anstieg erreichen wir dann den Speichersee, wo wir rechts abbiegen, um der Märchenwiesenabfahrt weiter hinaufzufolgen. Herr Fredersdorf, Sie als professioneller Tourengeher, was halten Sie denn davon, dass die ganzen Schneeschuhgeher Ihre Spur zerstören? Naja, wenn ich einen erwische, dem hack ich's Kreuz ab. Der braucht sich bei mir nicht mehr blicken lassen. Okay, da habe ich glaube ich schlechte Karten. Oberhalb vom Speichersee geht es nun weiter über den Pistenrand bergauf in Richtung Markbachjoch. Vorbei an einigen Eiszapfen wird der Aufstieg nun wieder zunehmend steiler. Motivation spendet dabei aber zumindest der Blick nach oben, wo bereits die Hütten am Markbachjoch zu sehen sind. Auch der Blick auf das hinter uns liegende Kaisergebirge sowie auf Inntal und Wildschönau weist schon hier zu beeindrucken. Auch kurz vorm Markbachjoch geht es nun noch einmal steil bergauf. Angekommen am Markbachjoch legen wir eine kurze Pause ein und genießen dabei den Ausblick auf die Kelchsau im Süden. So, nach dem durchaus doch steilen Aufstieg am Pistenrand sind wir jetzt angekommen hier am Markbachjoch. Ja, und von hier aus geht es jetzt relativ flach weiter, rechts rüber in Richtung Lanaköpfel. Vom Markbachjoch aus geht es nun recht flach vorbei an der Markbachjochalm, bevor es dann den letzten steileren Hang zum Lanaköpfel zu bewältigen gilt. Angekommen an der Bergstation der Lanaköpfelbahn, folgen wir noch kurz der Tourengeherroute durch den Wald und erreichen nach einem weiteren kurzen Anstieg den Gipfel vom Lanaköpfel. So, jetzt sind wir oben angekommen am Lanaköpfel. Dahinter uns sieht man schon den Rosskopf. Das werden wir heute allerdings sein lassen, weil von uns hat nur der Axel das LVS-Set dabei. Und die Hänge da hinten runter sind doch relativ steil. Und das ist bei Lawinenwandstufe 3 dann auch nicht ganz ungefährlich, da runter zu fahren. Und vor allen Dingen Richtung Westen sieht man schon die ersten Wolken, die kommen. Es wird jetzt langsam ungemütlich. Deswegen machen wir jetzt hier Gipfelpause und lassen es dann für heute gut sein. Ja, und genießen jetzt noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen, die wir hier noch haben. Und auch die tolle Aussicht hier in die Wildschönau und auch hinein ins Alpbachtal. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ganz viele unverspurte Hänge. Also sehr zu empfehlen hier. Am Gipfel angekommen, genießen wir noch eine Weile die Aussicht auf die Kelchsau im Süden sowie auf den gegenüberliegenden Rosskopf. Aus geht es dann zurück zur Bergstation der Lanaköpfelbahn, wo es dann für uns mit Splitboard und Zipfelbobs wieder rasant bergab geht.
Alpine-Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren.